Hallo und willkommen, ich zeige dir heute die Top 10 Reittiere, die ich besitze. Und dann würde ich sagen, lehnt euch mal zurück und genießt das Video. Platz Nummer 10, der Bärenskorpion. Ich finde dieses Mount richtig nice, weil allein die Tatsache, dass man auf einen Skorpion reiten kann, fand ich ja immer schon geil. Und dieses Skorpion schaut halt echt cool aus und ja, deswegen hat es jetzt den Platz 10 geschafft. Platz Nummer 9, der fossile Raptor. Das ist ein Mount, was man von Archäologie bekommt und ich fand das immer schon faszinierend mit den Knochen und es sieht halt auch wieder mal mega geil aus und dieser Raptor hebt sich von den anderen auch ein bisschen ab, finde ich. Platz Nummer 8, das jadegrüne Urterrorhorn. Allzu viel kann ich zu diesem Mount gar nicht sagen, es ist ein echt geiles Mount, man sieht es ja auch, die Hörner sehen richtig cool aus oder zum Beispiel auch der Sitz, wo man dann oben sitzt. Ja, es passt einfach zu den Zandalari und ist so eigentlich ein recht gut umgesetztes Mount, wie ich finde. Platz 7, der boshafte Kriegssäbler. Ich finde den richtig cool, vor allem die Rüstung, die er anhat, ist echt mal richtig fett. Da kann mir nur jeder zustimmen. Und ja, es ist halt ein Säbler, aber er hat halt dann auch noch so... Ja, er ist quasi bewaffnet, man sieht das auf der Seite, hat er so von den Nachtelfen so eine, ja, so eine Art Faustwaffe oben noch und ja, auch die Fahne von der Allianz sieht recht geil aus und es ist ja auch nur für die Allianz und von daher ist es ein echt geiles Mount, muss ich sagen. Platz Nummer 7, der weiße Kriegstalbuck. Das war für mich schon immer so eins der schönsten Mounts. Die Hörner schauen richtig geil aus und auch noch die Hufen sind auch noch sehr angepasst. Und ja, es ist halt einfach ein richtig schönes Mount und es passt richtig zum alten Nagrand, finde ich. Von daher finde ich Platz Nummer 6 ist auf jeden Fall ein Platz, wo dieser reingehören kann. Platz Nummer 5 hat es bei mir Rabenfürst geschafft. Ich finde einfach die Farbenkombination ziemlich cool und dann darf man nicht vergessen, hat er auch noch so eine Kette, welche auch nochmal echt gut aussieht für einen Mount, finde ich. Und von daher finde ich auch, dass er auf diesem Platz eigentlich recht gut sitzt. Platz Nummer 4, der Zoljanische Panther. Diesen finde ich recht schön, denn die Farbe gefällt mir ziemlich. Und cool finde ich dann auch wieder seine Zähne, denn es ist ja ein Säbelzahntiger. Und ja, ein echt schönes Mount, muss ich schon sagen. Platz Nummer 3, das schnelle Zebra. Das ist wirklich ein Mount, was ich richtig geil finde, denn es ist an sich eine echt coole Idee, ein Zebra in das Spiel rein zu implementieren. Allerdings ist dies ja jetzt eh schon lange im Spiel drin, aber es hat hier auf der Liste definitiv einen Platz verdient und Platz 3 passt da auch wirklich recht gut. Ich finde dieses Mount einfach genial. Ich liebe dieses Mount und man bekommt es ja, wenn man mit jemandem Freundschaft schließt in WoW bzw. das Freundschaftssystem verwendet. Platz Nummer 2, die Meeresschildkröte. Sie ist leider am Land relativ langsam, aber im Meer dafür schneller und man kann sich jetzt, wenn man Strecken zurücklegt, die im Wasser sind, mit der Meeresschildkröte einen kleinen Vorteil verschaffen und schneller an sein Ziel ankommen. Auf jeden Fall finde ich dieses Mount echt genial. Ich finde es auch cool, dass dieses kleine Tierchen sich, wenn es sein muss, in ihren Panzer zurückverziehen kann. Und ja, es ist halt ein cooles Gimmick und das finde ich auf jeden Fall auch noch cool. Und Platz 2 hat es auf jeden Fall verdient. Platz Nummer 1. Wer hätte das gedacht? Der Winterquell-Frostsäbler. Ich finde dieses Mount richtig geil, denn die Farben sind so super und es ergibt auch so einen Kontrast und dieses Blau sticht richtig heraus und man kann diesen auch innerhalb von 20 Tagen bekommen, denn wenn man jeden Tag so eine Daily macht, bekommt man dann ein Item und 20 davon benötigt man und das geht eigentlich recht fix sogar, den zu bekommen. Von daher ist das wirklich mein Lieblingsmount. Und es ist auch wirklich ein geiler Frost-Säbelzahntiger, wenn man das so sagen darf. Und ja, von daher auch Platz Nummer 1. Jo, dann sind wir wieder am Ende angelangt und ich sag danke fürs Zusehen. Schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare, was eure Lieblingsmounts sind. Würde mich auf jeden Fall freuen, da wieder ein bisschen was lesen zu können. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Paper chase, now we...